Ich will euch heute mal den Hohenstein vorstellen. Das ist ein beliebtes Wanderziel hier im Weserbergland, sagenumwogen. Und ein Felsen, weithin sichtbar, kann man von der Weser aus sehen und gegenüber der Weser schon von der B83. Startpunkt ist der Parkplatz Kreuzsteinquelle. Und da kann man auch grillen und Wasser treten. Hier sieht man das Wassertretbecken. Nur ohne Menschen heute, gespeist vom Blutbach. So, weiter geht's auf einer asphaltierten Straße zur Baxmann-Baude. Sind so ungefähr guten Kilometer. Vorbei an den hohen Buchen. Hier ist ein typischer Buchenstandort. Wenig Nadelholz. Das ist eigentlich typisch für den ganzen Süntel auch. So, ist eine sehr beliebte, vorbei an den naturbelassenen Blutbach zur Baxmann-Baude, die Sonn- und Feiertags geöffnet hat und bewirtschaftet ist. So, dann geht es rechts hoch über den Treppensteig. Treppenstufe ist abgestürzt. Gut. Stufen habe ich nicht gezählt. Sind aber viele, viele. Geht da ziemlich steil hoch. Man hört, wie man da schnauft. An dem zweiten Querbeet. Da biegen wir dann rechts ab. Auf den Klippenweg. Der ist ganz naturbelassen, solle man Urwald werden. Und der ist wild romantisch und man kann da diese Klippen von unten betrachten. Fast nur Buchen. Ja, hier oben sieht man schon einen großen Felsen. Da ist er. Ne? Hier oben. Und hier unten sind die kleinen Felsen. Unten Bäume umgestürzt. Ist ja alles Naturbelassung, nicht? Ja. Das ist unaufgeräumt, der Wald, alles in Unordnung, ne? Felsen von unten sehr schön. Und hier dürfen jetzt die Kletterer dran. An diesem. Heute Morgen sind noch keine da. Ne? Ja, da sieht man, dass sie schon viel geklettert haben. Ne? Ja. Mhm. Ja. Da sind wir an der Weser vorbeigefahren und da sage ich, hier ist das Kernkraftwerk. Lass uns mal schnell vorbeifahren. Im Strahlen habe ich in letzter Zeit genug gehabt. Mhm. Ja, los, lauf los. So, hier sind wir auf dem Hohenstein. Das ist so eine germanische Kultstätte. Und hohe Steine, also hier kann man nämlich über das ganze Wesertal rüber gucken. Tobias, komm mal ein bisschen her. Hier sind hohe Felsen, die gehen bis zu 100 Meter runter.
wir jetzt mal vorne hin. Hier sind auch richtige Nasen, die Überhänge. Und dann klettern die Bergsteiger. Die Bergsteiger, die klettern immer hier hoch und runter. Nicht? Hier sind auch so Haken drin. Wunderschöne Aussicht über das gesamte Wesertal. Wunderbar, ne? Runter geht's wieder über den Treppensteig. Das ist der Blutbach, hat jetzt wenig Wasser. Und der sollte im 782, wo die Sachsen und die Franken sich geschlagen, und der Herzog Wedukind und Karl dem Großen, da haben sich am Dachtelfeld, das ist so 2 Kilometer oberhalb, so geschlagen, dass dieser Bach blutrot gewesen sein soll. Beißen, der Lümmel. Holz wahrscheinlich. Ha, ha, ha.